Felix Petruska über Geodressing. Hier die Fernbedienung vorwärts, rückwärts. Alles klar. Hallo, hallo, Test, Test. Ja, ich wurde gestern ganz spontan gefragt, ob ich das nicht vorstellen will. Die letzten Vorträge waren ja alle sehr technisch orientiert. Jetzt gehen wir mal auf die grafische Schiene. Und nehmen mal an, Sie alle sind jetzt eine Werbeagentur oder ein Verlag oder arbeiten in solchen und gestalten eine tolle Broschüre oder schreiben einen schicken Text über eine Region, über eine Tour oder sonst was dergleichen. Da passt natürlich wunderbar noch ein schickes Aufmacherfoto dazu, ein Imagebild zum Text. Und natürlich müsste da auch eine Karte platziert werden, um dem Leser ein bisschen räumliche Orientierung zu geben. Und die Frage ist, woher kriegt man denn ganz einfach und ganz fix eine gute Kartografie, die für die Druckqualität geeignet ist? Und die Frage ist vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten in der Praxis, wie man das vielleicht meint. Google Maps darf man nicht verwenden, ist ja auch nicht wirklich für Print geeignet. Klassische Kartografieverlage brauchen zu lang oder sind zu teuer. Außerdem haben sie enge Lizenzrichtlinien und die man einhalten muss oder verhandeln muss und dergleichen. Und OSM Mapnik, die Karten, die online angeboten werden, die sind super fürs Internet, sind aber nicht ganz so die typische Qualität, die man eigentlich in Printprodukten wünscht. Ja, Fazit von der ganzen Sache, die Agenturen und Verlage lassen dann auch ganz gerne mal die Karte weg und setzen noch ein schönes Bildchen rein. Ja, wir haben uns das jetzt zur Aufgabe genommen und mal probiert, einen Online-Dienst bereitzustellen. Der ist erreichbar unter www.geodressing.de. Das ist ein Dienst, in dem Sie als Werbeagentur und Verlag, die Sie heute sind, einfach einen Gebietsausschnitt auswählen können und dazu die entsprechende Grafik und den entsprechenden Maßstab wählen, gleichzeitig auch eine kleine Hilfestellung bekommen, wie groß das gewählte Gebiet in dem entsprechenden Maßstab in Zentimeter abgedruckt oder wird es abgedruckt, soll es abgedruckt werden. Und ich weiß nicht, sollen wir weitermachen? Was kommt denn da? Ah ja, hier. Also Sie sehen, hier wählt man das Gebiet aus. Und was haben wir aufgeschrieben? Schauen wir mal weiter. Hier unten sieht man den Maßstab, den man auswählt und dann eine kleine Maßstabshilfe dazu. Außerdem haben Sie noch die Möglichkeit zu sagen, für den Kartenausschnitt, den wir Ihnen liefern, können Sie noch ein Höhenrelief dazu mitordern, das heißt, Sie kriegen noch eine Schummerung mit rein und Höhenlinien. Das sieht natürlich im flachen Land nicht so toll aus, aber in Gebirgen ist das natürlich eine total schicke Sache. Oder wenn Sie einen Stadtplan benötigen, dann machen wir noch ein Straßenregister mit oben drauf, mit Straßengitter und liefern Ihnen das Register als CSV-Datei, damit man es ganz einfach weiterverarbeiten kann. Und das ist im Prinzip Geodressing. Sie erhalten dann eine für den Druck optimierte Landkarte, die habe ich da, geht es noch weiter? Für den Druck optimierte Landkarte als Rasterdatei, für die einfache Verwendung ein Vektor-PDF und auch ein EPS mit den einzelnen Bausteinen, sodass der Kenner aus der Grafik dieses Kartenmaterial anfassen kann und verarbeiten kann. Und das richtig tolle ist ja natürlich, dass dieses Material eine freie Lizenz hat. Er muss jetzt nicht mehr irgendwelche Dinge abklären und kann sich völlig frei fühlen, das Produkt so aufzubereiten, wie es er benötigt, wie es am meisten Nutzen auch für den Leser letzten Endes hat. Was habe ich hier? Ja, hier haben wir ein paar Beispiele. 1 zu 75.000er Maßstab, 1 zu 40.000er Maßstab, Melbourne zum Beispiel und die Zell an der Mosel, ein bisschen mit dem Höhenrelief und Schummerung sieht das Ganze schon ganz schick aus. Das ist letztendlich geodressing.de. Schauen Sie mal vorbei online,
Kritik tut immer ein bisschen auer, aber hilft uns auch sehr. Fühlen Sie sich frei, dort Kommentare zu posten oder uns anzuschreiben. Vielen Dank.